Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der Firma Herbrand in Krefeld-Fichtenhain. Wir können auch Wohnwagen, und zwar der Firma Kabe aus Schweden, haben wir heute einen sehr schönen Smaragd 540 GLE. Der gehört bei Kabe zu der Serie Edelsteine. Ein sehr schönes Fahrzeug. Wir haben eine Gesamtlänge von 7,60 Meter. Gesamtgewicht maximal von 2 Tonnen. Und es ist nicht der King Size, sondern nur 2,30 Meter breit. Das Fahrzeug hat ein Alco-Chassis mit ATC-Fahrwerk. Und es ist auch das neue Modell 2024. Eindeutig zu erkennen an den breiten roten Streifen, was bei Kabe immer lackiert ist und nicht foliert. Hier sehen wir nochmal Edelsteine Smaragd 540 GLE. Das ist die Version als E2 mit Längsbetten hinten, zwei Einzelbetten. Ich finde ein sehr schönes Fahrzeug, werden wir gleich von innen sehen. Auch das neue Interieur sieht sehr gut aus. Wenn wir schon an der Seite sind, zeige ich Ihnen einfach mal, hier haben wir den Wasserzufuhr. Das ist ein Wassertank, Frischwassertank mit 40 Liter verbaut. Wir haben das Fahrzeug auf Aluminiumreifen, ist Serie bei Kabe. Auch neu beim Modelljahr 2024 ist die Belüftung, die Frischbelüftung diesmal in Schwarz, nicht mehr in Weiß gehalten. Sieht vom Design auch schöner aus mit den dunklen Scheiben. Optisch eine Verbesserung. Hier vorne haben wir dann die Kassette für die Toilette. Sehr praktisch eingebaut, auch sehr sauber verbaut. Da kann nichts auslaufen oder tropfen. Dann haben wir hier eine große Klappe, die unter das Bett kommt. Da liegt jetzt noch der ganze Zubehör drin, wie die Tagesdecken, Kopfkissen, ist alles noch hier frisch verbaut. Was man sehr gut sehen kann, vielleicht kannst du es einmal von hier oben filmen, dass hier unten die Heizungsrohren mitlaufen. Das heißt, auch die Klappe, die Lüke, sage ich jetzt mal, ist beheizt, dass also da keine Kältebrücke entstehen kann. Einmal zum Heck. Sehr schön schlicht gehalten. Großes Kabellogo, das ist auch wieder bei Kabe wie üblich, das Bremslicht. Und hier steht nochmal ganz klein, ich weiß nicht, ob du das filmen kannst, Made in Sweden. Ich würde sagen, dann gehen wir mal rein in das schöne Fahrzeug. So, angekommen im schönen Kabe Smaragd. Sehr schön gelöst, finde ich, die große Tischplatte. Na, also wir haben hier keinen klassischen Rundsitz, aber wirklich so Art Face-to-Face. Was aber schön ist, man kann also wirklich beide sehr schön sich bequem machen. Ah, und hier vorne haben wir den Fernseher, da ist die Küche, so kann man leben. Sehr, sehr schön. Ansonsten auch dieser Kabel, der Smaragd, ist natürlich dafür bekannt, dass er bis minus 40 Grad isoliert ist. Wir haben die alte Warmwasserheizung an Bord, die alte 3030. Draußen, habe ich vorhin vergessen, zeige ich nachher nochmal, haben wir auch das Schiefach, wofür Kabe bekannt ist. Und Isolierverglasung, Dometic. Und hier innen drin sieht man eigentlich auch schon das neue Design. Hier oben sind die Schränke jetzt alle ein bisschen heller gemacht. Und auch aus ein Stück die Klappen. Und wenn wir uns gleich umdrehen, dann sehen wir auch das neue Holz. Ich würde mal sagen, das zeige ich euch jetzt. So, angekommen in der Küche. Und hier sieht man jetzt eigentlich sehr schön das neue Holz. Es ist ein bisschen dunkler als das Modell 2023. Dafür sieht man aber sehr schön die Holzmaserung. Das heißt, die Holzoptik ist ein bisschen besser erkennbar. Und ich finde, sieht sehr edel aus. Na, auch die Küche ist jetzt mit einer weißen Arbeitsplatte gemacht. Wir haben natürlich die klassische Drei-Flammen-Herd. Und hier unten haben wir natürlich wieder die Schubläden, ein sehr großes, ein noch größeres und hier unten noch ein kleines. Und auch an der Seite nochmal eine Besteckschublade, da ist nochmal die Ablage für die Spüle. So, unten drunter wieder mit den zwei Mülltrennungen und wie bei Kabe üblich die Zentralverriegelung. Und was wir hier noch haben, zeige ich noch einmal, ist auch noch mal so ein Schneidebrett.
kann man so komplett rausholen. Oder auch ein bisschen hängen lassen. Na, als Unterstützung. Und wieder verriegeln. Zack. Auch diese Kabel ist wieder mit einer Abzugshaube verbaut. Und an der rechten Seite haben wir da Stromanschlüsse. Und natürlich die Oberschränke. Großes Fach. Und in der Ecke auch nochmal ein schönes Fach. Hier haben wir noch ein kleines Regal. Auch sehr schön als Küchenrolle gedacht, dass man hier direkt eine Küchenrolle dabei hat. So, an der anderen Seite von der Küche haben wir den Platz für den Fernseher. Da passt auf jeden Fall ein 22 Zoll hin. Wir müssten ausprobieren, ob auch 24 passt, aber 22 Zoll passt auf jeden Fall hin. Sind auch direkt die 12 Volt Anschlüsse. Jedes Kabelfahrzeug ist ja mit einem Router verbaut. Das haben wir auch wieder hier vorne in dem Schrank eingebaut. Da haben wir den Router drin und damit wird das Fernsehbild ja gestreamt, wie das so schön heißt. Hier oben haben wir noch einen kleinen Vitrinenschrank. Ein Radio ist serienmäßig verbaut. Und da kommen wir eigentlich schon zum Kühlschrank. Sehr schön, auch der Kühlschrankfront mit dem neuen Holzdekor gemacht. Sieht sehr edel aus. Und da wieder der Tech Tower, den man von beiden Seiten aufmachen kann. Und oben noch das große Gefrierfach. Hier wieder den Kleiderschrank, den Trockenschrank, wo die Heizung drunter ist. Ist eigentlich bekannt bei Kabel. Also ideal, um nasse Sachen, nasse Jacken reinzuhängen, die dann auch direkt getrocknet werden. An der anderen Seite haben wir das Bad. Ich mach's mal auf und du kannst da reingehen. Es ist ein Kombibad mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Die Toilette mit Keramikschale. Um das Schlafzimmer abzutrennen, haben wir eine Schiebewand. Und da kann man den auch schön trennen. Hinten angekommen haben wir die zwei Einzelbetten. Sehr bequem. Wir haben also 12 cm dicke Federkernmatratzen mit Topper und unten drunter ein Lattenrost, was auch zum Öffnen ist. Und da haben wir das Fach, was wir vorhin draußen gesehen haben. Also ein sehr guter Stauraum. Da liegen jetzt noch die Dekokissen und die Tagesdecken dabei, die alles dabei sind. Und das Gleiche haben wir sogar auch an der anderen Seite. Also da haben wir auch nochmal ein tonisch großes Staufach. Und das Fahrzeug ist sogar auch mit Teppichboden. Ich denke, auf die Gesamtlänge von 7,60 Meter und mit 2 Tonnen Gesamtgewicht haben wir echt ein sehr, sehr schönes Fahrzeug für zwei Personen und sehr hochwertig gemacht. Und ich finde auch das Design sehr, sehr edel. Ich würde sagen, wir gehen noch mal raus, zeige noch mal das Schiebefach, was ich vorhin vergessen hatte. So, da sind wir wieder draußen. Und hier haben wir eigentlich ein sehr, sehr schönes Fach. Das ist das berühmte Schiebefach. Also ideal, wie dieses Wort schon sagt, Schiebefach, dass man da die nasse Skier reinlegen kann. Es ist auch beheizt, aber man kann es auch für Wanderstöcke, Wanderschuhe, Allgemeinschuhe, Marquis, alles Mögliche, was man so braucht, benutzen. Das ist ein gutes Fach, was wirklich durch das ganze Auto geht. Und hier haben wir noch die Elektrik verbaut. Ist auch nochmal interessant. Da kommt also die Hauptstromversorgung. Wir haben noch einen externen 230 Volt Anschluss, wenn man vor dem Fahrzeug sitzt. Und auch hier haben wir nochmal Antennen-Ein- und Ausgang. Das heißt, wenn man über einen portablen Satellitfernseher gucken möchte, kann man den Satellit irgendwo hinstellen, hier anschließen, innen drin den Schalter umlegen und dann können Sie im Auto oder im Fahrzeug Satellitfernsehen schauen. Ich denke mal, es war ein kurzer Film, aber ein sehr interessanter Film, dass die Firma Herbrand auch Wohnen wagen kann. Wir sind ja Mercedes, das heißt, wir haben auch die passenden Zugfahrzeuge dabei. Hat es Ihnen gefallen? Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal.